hier wieder am Start mit einem neuen Video, wie jede Woche. Aber diesmal direkt aus der neuen Wohnung. Liebe Freunde da draußen, ich weiß nicht, ob dieser Sound überhaupt noch gut ist, weil hier im Raum ist noch alles relativ leer. Gut, da hinten steht eine Couch, hier steht mein PC. Aber was ich natürlich auch noch sagen muss, ist Hauptsache, die LEDs stehen schon. Habe ich mir auch schon gedacht. Leute, aber heute mal wirklich wieder mit einem etwas ernsteren Thema. Ich habe letztes Mal eine E-Mail hier auf meinem Handy erhalten, wo drauf stand, Energy Kooperation, Geschäftsanfrage. Dachte ich mir natürlich so, hey, mega nice, kommt mir gerade so gelegen. Ja, wie soll ich sagen, ne? Ich habe mir hier meine neue Wohnung rausgehauen. Da kommt natürlich das Ganze richtig passend. Ziehst dir mal die E-Mail rein für die Kooperationsanfrage. Schaute alles so seriös und ich dachte mir so, so eine E-Mail, so, ich weiß nicht, ob das wirklich eine Geschäftsanfrage war oder ein halber Roman, aber ich lese es euch kurz mal eben vor. Hey Spendi, auf der Suche nach einem geeigneten YouTuber sind wir auf deinem Kanal gestoßen. Da habe ich wirklich, ehrlich zu sein, das Gefühl, dass jede Geschäftsanfrage, ich weiß nicht, ob die Leute sich da irgendwie entweder absprechen oder eventuell, ob es eine interne Internetseite gibt, ein Forum, wo wahrscheinlich draufsteht, wie beginne ich am besten eine Geschäftsanfrage. Wir sind ein junges Energy Drink Startup aus Frankfurt. Wir merken uns diesen Satz. Kurz etwas über uns. Wir sind ein junges Startup aus Frankfurt. Dankeschön, soweit waren wir auch schon. Das erinnert wirklich ein bisschen so an mich. Ich mache jetzt ein Spendi. Ey Bro, ich war gestern auf der Autobahn. Und da ist was überkrasses passiert auf der Autobahn. Ey, das war echt mega krass, was da auf der Autobahn passiert ist. Und da ist vor mir so ein LKW auf der Autobahn. Bro, du LKW auf der Autobahn. Der hat mich nicht gesehen. Auf der Autobahn. Danke, Sascha. Wir haben uns zum Ziel genommen, Energy Drinks ganz ohne Zusatz von Zucker und trotzdem einzigartigen, guten Geschmack für den optimalen Kick auf den Markt zu bringen. Da denkt man sich doch natürlich so, hey, das hört sich doch alles so energisch an und so originell so. Okay, okay, da liest man schon weiter, weil sehr, sehr oft sind es manchmal so Scam-Dinger. Da merkst du gleich, Digga, der sitzt irgendwo auf Thailand auf einer Dachterrasse und lacht sich gerade den Arsch ab, während er es mit seinem gefälschten iPhone abtippt und absendet. Zusätzlich sind im Energy Drink die Vitamine A, D, B1, B2, B6 und B12 erhalten. Ich weiß wirklich nicht, ob das hier aber wiederum in einem Geschäftsanfrage mit reinkommen sollte, weil ehrlich gesagt, man spricht eigentlich darüber eher erst dann, wenn man alles weitere bespricht, ne? Wenn man jetzt auf die E-Mail antwortet und sagt so, yo, hier meine Kontaktdaten und dann sagt man so, yo, was ist denn das überhaupt für ein Energy Drink und pipapo. Somit sorgt dafür, dass der Tagesbedarf aller essentiellen Vitamine mit nur einer Dose 350 ml gedeckt wird. Bislang gehörten wir nur zum Standsortiment 5 Kiosks aus Frankfurt. Ganz ohne Internetauftritt. Ganz ohne Internetauftritt? Okay, lassen wir das mal erst so stehen. Dies soll sich aber nun ändern. Wir wollen uns im Online-Markt etablieren und Energy Drinks in ganz Deutschland versenden. Da dachte ich mir so, okay, wenn die jetzt bisher nur so in Kiosk vertreten waren und die möchten jetzt einfach ein bisschen größer rauskommen. Klar, das ist einfach in der heutigen Zeit, wenn man eine Firma jetzt einfach mal hat in der Branche oder egal was, klar sucht man sich dann das aus, wo effizient auch Kunden anbringen kann. Das ist momentan einfach das Internet, YouTube, YouTuber. Klar, natürlich, verstehe ich. Bis dahin dachte ich mir so, okay. Unser Angebot. Wir senden dir ein Pack 26 Drinks zu und du probierst das Getränk. Standardablauf. Unser Online-Shop geht am 1.2.2018 online und wir haben dabei an ein Video auf deinem Kanal gedacht, in dem du einen Streich an jemanden deiner Wahl inszenierst. Da wird es schon ein bisschen kritisch, da dachte ich mir so, okay, die wollen also einen gestellten Prank haben. Gut, wenn es ein Placement ist, man macht es aber auch so, unser Kanalkonzept beläuft sich eh danach hin, man wird dann das so schlecht inszenieren, dass einfach jeder draußen sagt, es ist ein Fake-Prank, aber das Video sollte einfach gut ankommen. Moment. Im Hintergrund würden sich 4 leere Dosen unserer Energy Drinks befinden und sie müssen beim Prank 30 Sekunden gut erkennbar sein. Wir müssen den Streich inszenieren, damit unser Produkt besser zum Vorschein kommt. Da habe ich mir dann wieder gedacht so, wie soll das eigentlich funktionieren? Hey Digga, was geht, Mann? Alles gut? Was geht? Ja, bei mir ist alles gut, Mann. Und bei dir? Klar, bei dir? Du hast mich gerade gefragt, aber okay. Setz dich. Ist die Kamera gerade an? Nee.
Nee, das ist ein Prank. Was geht bei dir? Nein, wieso? Hä? Ich sehe doch ganz genau, wie hier deine Kamera aber ist. Digga, das, was du gerade eben da gesehen hast, das ist Photoshop. Okay, und was machen die Energy-Flaschen hier? Ja, wie gesagt, das sind Flaschen, das ist ein Placement. Alles cool, das ist gerade ein Placement. Und was macht die Softbox so übelst auf mich gerichtet? Digga, die Softbox... Digga, es ist kalt im Zimmer. Es ist kalt im Zimmer, weißt du? Du siehst doch überall noch Chaos, so. Es ist kalt im Zimmer. Aber die Softbox? Wie gesagt, es ist kalt hier. Findest du nicht? Alles ist richtig kalt. Ich glaube, ich muss sogar noch eine zweite aufbauen, weil ein bisschen dunkel hier, ne? Ich glaube, ich muss sie aber da in die Ecke reinstellen. Weil, damit ich auch noch Wärme bekomme hinter der Kamera, weißt du? Na gut. Ja, chill. Wir kommen natürlich auch auf Anfahrtskosten etc. auf. Gut, dass es auch schon drin steht. Alles easy. Das bis jetzt hier ist alles wirklich im legitimen Bereich. Man könnte es wirklich abkaufen. Okay, das ist eine ernstzunehmende Geschäftsanfrage. So, und jetzt geht's los. Bei deiner Reichweite würden wir den Aufwand, die Zusammenarbeit mit uns und für die Erwähnung auf deinem Kanal einen Beitrag von 10.000 Euro Verhandlungsbasis zahlen. 10.000 Euro, liebe Leute da draußen. Ja, natürlich, wer kennt's nicht? 10.000 Euro von einer Energy Drink Vermarktungs Pipapo, was auch immer, Online Marketing Manager hat es anscheinend geschrieben, ja. 10.000 Euro natürlich für ein Placement mit der Größe von 266.000 Abonnenten. Und hier steht sogar eine Verhandlungsbasis, sprich, ich dürfte sogar noch verhandeln, ich dürfte sogar noch sagen, yo, ich mach nichts unter 15.000. Natürlich, wenn sie natürlich jetzt nur in Kiosk vertreten waren, in 5 genau genommen, aus Frankfurt. Was soll ich denn dazu eigentlich sagen, ne? 10.000 Euro mit meiner Größe? Ja, ich meine, wieso sucht man sich da nicht gleich für so ein Budget nicht gleich einen großen YouTuber aus und zahlt ihm dann wirklich seine genormten 10.000 Euro, sage ich jetzt mal, die ihm wirklich zustehen mit seiner Reichweite. Und hier wieder war dann schon der Punkt, wo ich dachte, Leute, der Typ, der es da draußen geschrieben hat, sag mal, hast du eigentlich alle Tassen im Schrank? Ich weiß, dass auf jeden Fall ein Zuschauer von mir ist, ja. Das ist nämlich eine dumme Verarsche, weil ich bin da direkt auf die Spur gekommen, dass das hier eine Verarsche ist. Ich werde euch auch gleich sagen, an welchem Punkt ich das natürlich getestet habe, bevor ich überhaupt weitergemacht habe. So, vielen Dank erstmal für die Mühe, die du dir hier gegeben hast, mir so einen halben Roman zu schreiben für eine Geschäftsanfrage, wenn man ein bisschen näher in Kontakt ist oder wenn man sich mal getroffen hat und persönlich mal getroffen hat und vielleicht mal mit denen geredet hat oder vielleicht Skype, man skypt und dann erst redet man über Budget und dann kommt der Vertrag, beziehungsweise man bekommt einmal einen Vertrag zugeschickt und dann heißt es, ja, zufrieden mit dem Vertrag oder nicht, denn dann verhandelt man. Aber man schreibt kein Budget in der E-Mail, kein Budget in der Geschäftsanfrage. Wenn man eine E-Mail schreibt, was für eine E-Mail muss man dann haben eigentlich, damit es ein bisschen, mindestens ein bisschen glaubwürdig rüberkommt? Nämlich christoph.pz, das wäre die Abkürzung von dem Energy Drink, @gmail.com. Meistens aber sind echte oder ernstzunehmende Geschäftsanfragen nur von E-Mails ernst zu nehmen, sage ich mal. Meistens eher so lauten, dass nach dem @ die Firmeninitialen reinkommen und dann .com. Sprich, hier in diesem Fall christoph@com und nicht Gmail. Kommen wir jetzt nun zu den weiteren Punkten, woran man merkt, dass das hier einfach nur der reinste Bullshit an einer Geschäftsanfrage war. Punkt Nummer 1, mit der E-Mail haben wir ja schon bereits angesprochen. Punkt Nummer 2, eigentlich gesehen, so gesehen, mit dem Budget, dass sowas eigentlich nicht in der Geschäftsanfrage in der E-Mail schon drin steht, haben wir auch schon besprochen. Jetzt kommen wir zu Punkt Nummer 3. Ob generell Interesse besteht, alles weiter besprechen wir dann. Ich würde mich dann auch telefonisch bei dir melden. So, das war nämlich sein Versuch, dass ich ihm meine Telefonnummer hinterlege als Antwort. Denn dann hätte natürlich ein lieber Zuschauer da draußen meine Telefonnummer und hätte es geleakt und ich wäre am Arsch und müsste mir einfach eine neue Telefonnummer holen. Aber ich habe es wirklich direkt gemerkt und dachte so, nee, wir werden erstmal skypen. Punkt Nummer 3, du solltest auf jeden Fall nicht nach der Telefonnummer fragen, weil das wird definitiv kein einziger YouTuber machen. Dann kommen wir zum Punkt Nummer 4. Für weitere Fragen zu unserem Produkt steht dir unser Team gerne zur Verfügung. Dann natürlich habe ich gedacht so, okay, er haut das auch noch rein, um einen auf legitim zu machen und zu sagen so, yo, jetzt kauft das mir bestimmt ab. Aber einen Scheiß habe ich von dir abgekauft. Was ist eigentlich denn los hier, Mann? Was ist los mit der Community? Was ist los mit YouTube Deutschland? Wieso muss es wirklich solche Spackos geben, die wirklich ihr Leib und Gut alles geben?
gegeben wird, nur um eine Telefonnummer oder nur irgendwie einen YouTuber, ich sag mal wirklich auf gut Deutsch, zu wieso? Er wollte hier mit dieser E-Mail, wollte er nichts anderes außer meine Telefonnummer. Das ist klipp und klar. Schreibt gerne was in den Kommentaren, wie die E-Mail hier, die Geschäftsanfrage für euch ankam, ob die wirklich originell für euch ankam oder ob ihr mir einfach nur recht gebt, dass das hier ein Versuch war, meine Telefonnummer zu scammen, sag ich mal, und sie dann zu leaken im Internet und ich werde einfach am Arsch. Kommen wir wieder zurück zu diesem info@hmm.de. Habt die E-Mail benutzt, die ihr hier angegeben hat? Anscheinend, falls weitere Fragen offen sind zum Produkt, habt eine E-Mail geschrieben, dann aber kam diese Meldung. Fehler bei der Nachrichtenzustellung am folgenden Empfänger der Gruppe oder Gruppen. Ihre Nachricht konnte nicht zugestellt werden. Das DNS hat gemeldet, dass die Domäne des Empfängers nicht vorhanden ist. Jo, das ist so 1000% jetzt ein Scam gewesen. Und das Beste natürlich kommt noch, wir sind ein junges Energy Drink Startup aus Frankfurt und ganz unten steht beste Grüße aus Hannover. Gut, natürlich an dieser Stelle kann das natürlich sein, dass man seinen Standort erst in Hannover hat und natürlich startet man dann nicht mit dem Verkauf von Energy Drinks in der eigenen Stadt, wo man natürlich erstmal sagt, so okay, wir verkaufen jetzt die Energy Drinks hier in Hannover in den ganzen Kiosk hier. Nein, natürlich muss man, wenn man einen Standort in Hannover hat, die Energy Drinks in Frankfurt verkaufen. Also wirklich, ich weiß nicht. In Wirklichkeit ärgere ich mich richtig über solche E-Mail-Dingern, weil lasst es doch einfach sein, versucht nicht irgendwelche Nummern von irgendwelchen YouTubern zu kriegen. Es bringt euch nichts, weil der YouTuber wird sich definitiv nicht mit euch treffen. Der wird definitiv die Nummer sofort ändern. Ihr habt sofort die zweite, die neue Nummer so oder so nicht. Es bringt euch einfach nichts. So viele YouTuber-Nummern wurden schon geleakt. Denkst du, irgendein YouTuber oder denkt ihr wirklich, irgendein YouTuber antwortet euch dann, falls ihr die Nummer von dem gewissen Influencer habt oder YouTuber, sage ich jetzt einfach mal. Schreibt es bitte in den Kommentaren, falls es einen von euch mal gibt, der eine Nummer hat von einem YouTuber, wie keine Ahnung. Schreibt es mal bitte in den Kommentaren, ob dieser YouTuber dir geantwortet hat und was dir das Ganze gebracht hat. Bitte sei einfach ehrlich. Hand aufs Herz. Vielen Dank. Wir sehen uns wieder am Sonntag an mit einer Challenge, liebe Leute. Ciao, ciao, macht's gut.